Hey ho, let's go, meine Freunde. Und heute gucken wir uns mal das Video an von Freshtalker. Henning und Clarissa haben mit Papa Norbert eine erste Fahrstunde. Oh Gott, das habe ich vorher nie gelesen. Ach du Sch. Das kann ganz interessant werden. Lasst ein Like da, Abo da und Glocke aktivieren. Könnt auch gerne bei mir machen. Nicht nur bei Torge. Bester Mann. Und einfach mal sagen, wir gehen rein. Also, liebe Familie, heute ist es endlich soweit. Es sind endlich zwei Heimplätze frei geworden. Ich bin überglücklich. Nein, natürlich nicht. Nein, Ach leider Mann, nicht. die Aber Mutter. wir stehen noch auf der Warteliste. Henning und Clarissa. Papa, bitte mach jetzt nicht so einen großen Film davon. 2 Stunden Boah, sind wir Hostile-Fan. heute zu diesem Verkehrsübungsplatz ge Ist da Norbert jetzt der Prüfer? Macht er das beruflich oder? Fahren. Und Schwierig. ich merke so langsam, dass ihr erwachsen werdet. Können wir dann jetzt. Ich würde eher sagen, dass sie genau das Gegenteil werden. Oh, der BTS-Tusse. Sorry. Papa. Henning, ich erinnere mich noch, als du ein kleiner Bube warst, wie du dir immer in die Hose gepullert hast. Das wollte jetzt niemand wissen. Papa, bitte. Ist ja nicht so lange her. Du hast ja mit 13 noch ins Bett gepisst. Ich. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich bin gerade auch 13, ich sag das mal so. Also, wer mit 13 noch ins Bett bist, Bruder, also. Na gut. Ich hatte psychische Probleme. Die hast du heute Ja, noch. ist so. Auf jeden Fall ist dies heute ein Aber hatte großer Klasse, Schritt in Klasse auch. Richtung Erwachsenwerden. Absolut nicht. Die Mutter heult jetzt, weil die erwachsen geworden sind, oder was? Oh, seht nur, eure Mutter ist genauso emotional berührt wie ich es bin. Nee, Norbert, weil wenn die Kinder erwachsen werden, dann ziehen die ja auch schnell aus, ne? Ich. Ja, das willst du doch, oder habe ich mich da irgendwie mal verhört? Weiß, Britta. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Freudentränen! Ach Mann, warum war das wieder so klar? Müsstet ihr nicht auch langsam 18 sein? Wir sind 16. Ach du Scheiße, 2 Jahre noch. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Auto. Ich sag Safety Bone im Unfall. Ich finde die Vorstellung einfach schrecklich, dass die Kinder irgendwann das Haus verlassen. Britta würde sich hier gerne wünschen, dass die Kinder schon mit 18 weggehen. Nee, 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 Norbert, ich würde mir das wünschen, dass die Kinder jetzt schon weggehen. Würde ich mir aber auch wünschen, wenn so, also wenn so die Familie ist, also die Kinder, ne? Ja, wer Genau. will denn als erstes fahren? Nein, Ach du ich! Du kannst das doch Scheiße. gar nicht! Wohl! Ich zocke immer Bus-Simulator! Leute, denkt nicht, wenn ihr Bus-Simulator oder Autosimulator irgend sowas spielt, dass ihr gut Auto fahren könnt. Das ist nicht so. Ich habe eine kleine Alter, Quizfrage jedes mitgebracht. Mal. Die zwei sind doch zu doof für sowas. Wer sie als erstes richtig beantwortet, darf anfangen zu fahren. 5 Euro, dass es keiner weiß. Ihr verlasst mit eurem Auto eine Ortschaft. Was macht er mit seinem Arm, Warte, Digga? ihr verlasst eine Was macht er mit Ortschaft seinem und Arm? fahrt auf eine Landstraße. Zu McDonald's! Okay, Jetzt hört mir doch na. bitte erstmal zu! Deswegen Alter. will die auch kein Heim haben, Norbert, weil die zu dumm sind. Was ist die Höchstgeschwindigkeit auf einer Landstraße? Es ist unterschiedlich. Manchmal darfst du da 100 fahren. Ich glaube, manchmal auch 120, 130 irgendwie. Ich glaube, nee, unbegrenzt, unbegrenzt. 25! Ich sag Oh 8! Gott. Kinder, ihr Was sollt nicht für euren 8? IQ benennen, sondern die Höchstgeschwindigkeit auf Oho. einer Land. Der IQ von 8 und 25. Aua! Da gilt's als vierfach behindert irgendwie. Habe ich wirklich so ein Gefühl. Straße. Ein kleiner Tipp. Die Zahl hat 3 Ziffern. Ja. 100.000! Henning, du Oh fängst an. nee. Ich wusste schon immer, dass ich schlauer bin als meine dumme Schwester Also, Klasse. wenn man 100.000 km/h fährt, ich glaube, da verglüht man dann. Ich will es nicht hoffen, aber ich will es noch nicht ausprobieren. Besser. Jetzt kann ich ihr mal zeigen, wie man richtig Auto fährt. Ihr könnt beide nicht Auto fahren. Ich glaube, na gut, die Eltern können Auto fahren. Das wird zu Hardstyle.
Also Henning, was ist denn jetzt das Wichtigste, bevor du losfährst? Geile Mucke anmachen. Nicht unbedingt. Manchmal gehört das dazu, ja, aber das ist erstmal nebensächlich. Nein. Muss ich meinem bescheuerten Bruder schon recht geben? Man muss cool hinten sein, wenn man Auto fährt. Cool ist, wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, ja? Ja klar, lieber an die Verkehrsregeln halten und überleben, anstatt coole Musik und sterben. Nicht einmal den Wagen. Boah, mit dem Knopf. Kein Schlüssel mehr. Oh, gut, Henning, ja. Na, das ist doch auch keine Meisterleistung Henning, gewesen. Dann lass doch jetzt mal ganz langsam die Kupplung kommen, ja? Sag jetzt nicht, der drückt voll auf die Kupplung drauf. Oh, Kupplung kommen lassen, langsam. Die Mutter hat gar keinen Bock mehr. Das geht, Henning, ja? Henning? Henning? Alter, ist ja dumm. Ich glaube, der tut gerade Kupplung drücken und währenddessen auf Gaspedal. Yeah! Oder ist die Handbremse noch gezogen? Hä? Henning, drück die Kupplung durch! Die Kupplung! Drück die Kupplung! Ja, das, Alter, ist... Genau, ist da, das der Fahrrad hat genauso wenig Ahnung. Was mache ich falsch? Was machst du nicht falsch? Das würde deutlich schneller gehen zu beantworten. Nein, das Henning war schon ganz gut, ja. Unser Nachbar kann besser Auto fahren als du. Also. Ja, das ist und der nicht hat schwer. Keine Beine mehr. Oh. Ist doch so, Norbert. Henning, ganz oh. Vorsichtig die Kupplung kommen lassen und dann das Gas runterdrücken, ja? Oh, es ist geflogen. Oh Gott. Ups. Abgewürgt. Was war's? Du bist zu schnell gekommen. Satana auch. Oh nee. Immer zu mir. Oh nee, die gibt's auch noch. Oh. Mann. Du fährst den Vampir an? Können wir uns bitte auf Boah, den Verkehr konzentrieren? Ja. Alter, der war... Mann... Abmachen wir doch. Henning, nochmal, starte den Wagen. Wie, ach, der ist ausgegangen. Und jetzt bitte langsam die Kupplung kommen lassen und... Genau. Oh Gott. Das Auto ist scheiße! Das Auto ist nicht scheiße, du bist einfach nur dumm. Ich kann Auto fahren. Du kannst es genauso wenig. Daran liegt es. Clarissa hat recht, du kannst nix. Familie, bitte. Ich hab sowieso keinen Bock mehr. Irgendwann werde ich Hardstyle-DJ und habe ich mein Privatjet und werde überall hingeflogen. Dafür brauche ich keinen Führerschein. Ich drücke Henning ganz, ganz doll die Daumen, dass das klappt mit seinem Führerschein. Da würde ich mich wirklich von Herzen freuen. Wenn du willst, dass der irgendwie ganz weit wegfährt. Weil dann ist er ja den ganzen Tag weg. Naja, wenn er Auto fahren will. Ist er weg. Also Clarissa, dann zeig doch mal, wie man Auto fährt. Bin Ach, sehr gespannt, ob du das kannst. Okay, vorsichtig, Clarissa, ja? Ich kann das, Papa. Aber woher willst du denn... Jonas lässt mich manchmal fahren, wenn er zu besoffen ist. Wie bitte? Clarissa hat einen Freund. Gar nicht. Hast du einen Freund, Clarissa? Ja. Oh Gott. Du hast einen Freund und das heißt, du bist bald schwanger. Hä? Ich reserviere dir schon mal einen Platz im Mutter-Kind-Heim. Brit. Nein. Ich glaube... Ich denke da nur an das Wohl von unserer Tochter, Norbert. Darf ich jetzt bitte Auto fahren? Natürlich. Also, Clarissa, dann lass doch mal ganz langsam die Kupplung... Okay, Clarissa, du fährst. Okay, Clarissa, du fährst. Ich sehe, du fährst. Sehr gut, Clarissa. Sehr gut, du fährst. Clarissa. Gut, immer schön die Spur halten, Clarissa. Sehr gut. Boah, Alter, was ist mit dem? Sehr gut, Clarissa. Das machst du toll. Hey, die kannst du ehrlich sogar. Tja, guck mal, Henning. So sieht das nämlich aus. Du könntest dir ja auch alles genau, und gleich sieht ein Unfall so aus. Super, Clarissa. Danke, Mama. Clarissa, dann steigen dein Papa und ich jetzt mal aus und du fährst mit deinem Bruder einfach so lange weiter, bis der Tank leer ist. Hä? Und wenn eine Landesgrenze ist, einfach mit 150 durchballern. Dann kommen die doch ins Gefängnis, Britta. Ich weiß noch. Ja, das ist ja jetzt auch das Ziel. Dabei. Das ist auch das Ziel. Von der Mutter zumindest. Da vorne kommt ein Stoppschild, Clarissa, anhalten. Einmal Stopp, ein Stoppschild, Stopp, Clarissa, Stopp, Stoppschild, Stopp, Stoppschild, Stopp, 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 Stopp
Hä? Das geht doch nicht. Auf deiner Straße. Straße. Alter. Larissa, ein Stoppschild zu übersehen ist kein Kavaliersdelikt. Kavaliersdelikt? Ich mag kein Kaviar. Oh, Mama, bitte. Unfassbar, wie dumm die ist, oder Henning? Aber ich kann Clarissa verstehen. Ich glaube, ich mag auch kein Kaviar. Ihr nehmt das nicht ernst, Kinder. Ihr steigt jetzt alle mal aus. Wieso, Britta? Alle mal aussteigen und dann guckt ihr mal, wie die Mama fährt. Da könnt ihr nämlich alle noch was von lernen. So, Kinder, da kommt die Mama. Schaut mal, wie sie fährt. Okay. Macht sie gut. Jetzt fährt die Mama. Jetzt fährt die Mama. Nein. Nein. Oh. Wer hat Lust auf eine kleine Wanderung? Niemand, glaube ich. Aber gut, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Like und Abo da lassen und die Glocke aktivieren, verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Extrem geile Folge. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen muss mit der Mutter. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.